Hallöchen und willkommen hier zurück zu Fackel die Hütte ab. Far Cry Primal. Ich bin gerade mal wieder ins Dorf zurückgereist, denn hier gibt es noch ein bisschen was zu erledigen. Ich muss mit Voga reden. Irgendwie will er was von mir. Ich weiß gar nicht, habe ich nicht irgendeine Quest für ihn erfüllt oder sowas? Wir schauen mal ganz kurz, was er denn so zu vermelden hat. Ich hoffe, er pingelt mich nicht wieder an. Kleine Drecksau. So, ich wollte sagen, hängt gerade erstmal fest. So, Voga, hallöchen. Smaika! Mobaldamchi Tatista! Nota Bas Nago Tatita! Heide Shanchi! U Apakwa! U Parkwa! Schwaldata Darfa Takwa! Na, Mann, ey. Schwaldam Darfa Mkwa! Nago, why did that? So, Nago, war du da? Schwalda! Oh! Oh, das, aua, das tut schon vom Hingucken weh. Uraf, na gut, Bauga. Ha, Paran Park und Schwalda, so. Ha, na wa quarvi taticha. Boah, der ist so crazy, ey. Barbie Baluga Snago, ey. Oh Mann, ey. Gut, der braucht natürlich jetzt auch, ne? Sein Stiepel braucht wahrscheinlich auch nicht mehr. So, hier oben haben wir noch den Schamanen, mit dem ich natürlich jetzt erstmal nicht reden. So, ich guck mal ganz kurz, was wir beim Handwerksmenü noch offen haben. Wir können ja noch Tobsuchtssplitter bauen. Wirf Tobsuchtssplitter, um Gegner in Raserei zu versetzen, sodass sie andere angreifen. Das ist bestimmt gar nicht so verkehrt, wenn man irgendwie vielleicht ein bisschen Verwirrung stiften möchte oder sowas. Ansonsten... Mensch, schon wieder ein Krankenwagen vor der Tür. Sorry, dass ich hier gerade irgendwie nicht reden konnte, aber ich wollte euch natürlich jetzt nicht mit dem Krankenwagen stressen. Das war so extrem laut gerade. Ich wollte mal ganz kurz gucken, was haben wir denn hier Schönes. Das habe ich noch bekommen. Vollständig verbessert. Das war ja aus dem Ubisoft-Club quasi. Und hier oben brauche ich einen Nordton. Alles klar. Hier brauchen wir noch Südahorn, Südstein. Und hier brauchen wir Südstein. Auf jeden Fall brauche ich hiervon eine ganze Menge. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich vielleicht schon... in der Belohnungskiste irgendwas habe, denn ich weiß nicht, so ein bisschen Stein oder sowas könnte ja vielleicht gar nicht so selten sein. Sollen wir gucken. Ja, und das Dorf wird schon langsam voller, muss ich sagen. Das freut mich. Oh, Dachsfell. Ja, da kann ich erstmal nicht upgraden. So, wir gucken mal ganz kurz. Was habe ich gesagt? Südstein, ne? Südstein, was haben wir denn hier? Hier mal Südstein, haben wir zwei Stück, das ist natürlich nix. Okay, reicht also innen vorne nicht. Ansonsten gucken wir natürlich demnächst mal, was wir hier noch so für Hütten aufrüsten können. Hier vielleicht einmal kurz schauen bei der Jägerin, ob da so möglich ist, ob da überhaupt was möglich ist. Oh Gott, Südstein, Südahorn, Südsteinstaub. Selten überschaut. Also da brauchen wir eine ganze Menge für. Und ich dachte, ich wäre irgendwie langsam mal in dem Bereich, wo man vielleicht ein bisschen mehr bauen könnte hier im Dorf. Aber so ist es nun mal. So, wir müssen auf jeden Fall hier hoch in Richtung Klippe. Und es wäre natürlich extremst geil. 800 Fuß, das ist natürlich ein bisschen weit. So, nehmen wir ganz kurz hier den Schnellreisepunkt, der jetzt auch nicht so viel weiter dran ist, aber besser als nix. Und es wäre natürlich übrigens übelst geil, wenn jetzt hier tatsächlich mal hell werden würde. Denn im Dunkeln offene Klippe hochklettern mit so ein bisschen... Rumgetone beim Wasserfall und Kletterranken und sonstiges. Das könnte unter Umständen ins Auge gehen. Das wollen wir natürlich nicht. So, einmal hier rüber. Ich habe auf jeden Fall gerade einen Wolf gesehen. Ich brauche ja noch einen normalen Wolf, was mir echt wundert, dass ich noch keinen normalen Wolf habe. Aber man hört es ja schon. Oh mein Gott.
Ich würde sagen, ich hole mal ganz kurz Verstärkung hier ran. Der Säbelzahntiger sollte hier ausreichend sein. Den haben wir ja beim letzten Mal, glaube ich, gefunden. Ihn direkt mal überzeugt mitzukommen. So, einmal hier vorne, die mit auslöschen. Oh, nein, das wollte ich nicht. Verdammt. Man kann aber die... Sehr schön. Ich habe nur den einen da vorne gerade gesehen, aber das macht nichts. Tod ist tot. Und ja, die haben noch kurz vorher geschrien, dass hier ein Tiger angerannt kommt. Sehr schön. Ah, das sieht so cool aus hier mit dem Mond hier, wie der da scheint und die ja, Umgebung so nächtlich erleuchtet ist. Hallo. So, wir haben auf jeden Fall Angst vor dem... Machst du den mal platt, hallo? Der guckt dir nur an. Ist, willst du mich verarschen? Sag mal. Ist ja nicht wahr. 5000 Millionen Wölfe und weißt du, der schnappt sich keinen einzigen. Aber das Gute ist auf jeden Fall, es wird schon mal hell. Tasche voll mit Hartholz. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass ich dann demnächst gleich mal wieder ein paar Pfeile bastel, weil ich glaube, ich habe da gar nicht mehr so viele. So, haben wir erledigt. Dann können wir dann demnächst wieder Holz einsammeln. Aber erstmal weiter in Richtung Adlerklippe. Ich war ja schon mal irgendwann da oben. Allerdings war das tatsächlich abseits der Aufnahme, weil ich irgendwie vergessen habe, die Aufnahme zu drücken. Aber da gab es irgendwie nichts zu sehen. Aber jetzt ist natürlich dann halt im Prinzip jetzt der Punkt erreicht, wo wir hoch müssen. Also das heißt mit der Quest sozusagen, und vorher war halt einfach nichts zu sehen oben. Ich denke mal, das war Absicht. So, haben wir hier irgendwas Schönes? Vielleicht ein Krokodil oder so mal wieder? Tja, und hier müssen wir ganz hoch. Weil die Frage, wo hoch, also das sind nur 28 Fuß, also das klingt jetzt erstmal nicht viel. Aber wir werden mal schauen, wo es hoch geht. So, einmal hier ganz hoch, komme ich da hoch? Von hier aus vielleicht schon? Ne, natürlich nicht, war klar, ne? So. Dann geht's einmal hier weiter nach oben. Achso, Moment, ich muss natürlich hier hoch. Das habe ich beim letzten Mal schon irgendwie nicht gerafft, dass ich dann einmal hier rüber muss. So, und das Ding ist auf jeden Fall gar nicht so weit entfernt. Es hat natürlich die Frage, also hier gibt es also Adlernester ganz oben. Eine seltene Adlerfeder. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt hier tatsächlich schon an der Stelle bin oder ob ich jetzt einfach zu den Nestern da oben muss. Also da oben sieht man es ja, da sind Nester oben drauf. Kann durchaus sein, dass ich dorthin muss. Hier das Ding, ich weiß nicht, das sieht irgendwie merkwürdig aus, die Markierung, dass das hier so mittendrin sein soll. Ich denke mal, das ist einfach nur so grob die Markierung fürs Questgebiet. Oh mein Gott. Nummer 1. Da war auf jeden Fall schon mal ein Adler. Ich glaube, der will uns auch gleich ans Leder. Ja, ist gut, ist gut. Oh mein Gott. Ich wollte ihn gerade abknallen, aber irgendwie habe ich es gerade verpeilt. Komm, der kommt bestimmt gleich zurück hier. Na komm her, komm. Na komm mal her hier. Kommt er jetzt her oder kommt er nicht her? Ich hab so ein bisschen Bammel, wenn ich gerade irgendwie am Seil hänge und dass er mich dann anspringt oder so. Da könnte ich jetzt gleich mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert mit dem...
Adler. Ob ich die vielleicht irgendwie mit der Eule kaputt kriege. Also ich glaube, irgendwas ist... Oh, jetzt bin ich gerade gegen die Felsen geflogen. Aber ich glaube, der Adler ist gerade irgendwie verschütt gegangen. So, weiter geht's. Einmal hier nach oben bitte. Oh mein Gott. Immer runtergefallen. So, hier können wir auf jeden Fall rein, mal ganz kurz hier durchkloppen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier beim letzten Mal schon drin war. Ich glaube es ehrlich gesagt schon, aber da gab es, glaube ich, nur einen Beutel mit Knochen. Und da ist eine Schlange, wenn ich es richtig sehe. Und hier gibt es auf jeden Fall noch mehr Schlangen. Also das war hier damals nicht der Fall. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt insgesamt so ist, dass jetzt im späteren Spielverlauf noch die Schlangen insgesamt dazu kommen. Also denn ich habe jetzt auch auf den normalen Wegen hier noch Schlangen gefunden. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht. Also können wir durchaus vorstellen, dass jetzt im späteren Spielverlauf noch ja andere Gegner dazukommen quasi. So, einmal hier oben hochwerfen das Ding. Und da kommt schon wieder der Adler angeflogen. Ach Mann, jedes Mal, wenn ich gerade zielen will. Upala. Da kam er mir direkt ins Gesicht geflogen. So, Nummer 2 haben wir. Müssen wir noch weiter nach oben. So, jetzt einmal hier rüber bitte. Hallo? Hallo? Also ab und zu mal taucht das hier auf. So, komm einmal rüber. Oh mein Gott, da hänge ich aber gerade noch so dran. Das wäre fast ins Auge gegangen. Und hier oben scheint irgendwas zu hocken. Oh, hallo. Okay, okay, ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Ist in Ordnung. Hm, der liegt natürlich jetzt dummerweise... Ach ne, hier liegt da, alles klar. Wollte schon sagen, der liegt jetzt etwas ungünstig im Felsen drin. So, weiter geht's nach oben. Ich weiß gar nicht, wo ging's denn hier lang? Und weiter nach oben. So, ich vermute mal, dass hier gleich... Ach, jetzt hör doch auf, Mann. Jedes Mal geh weg. Boah, da kommt gleich der Nächste. Okay, jetzt habe ich hier langsam ein Problemchen. Na komm, komm, los hopp, trau dich. Wahrscheinlich kommt gleich einer von hinten angeschissen. Okay, wir schnappen uns mal ganz kurz schnell die Feder. Nicht, dass wir irgendwie draufgehen und dann den ganzen... Ja, ist klar, ne, ist klar. Alle Beete gleichzeitig. Penner. Oh, mal kurz ein Steak futtern. Ah, warum treffe ich den denn nicht, sag mal? Ich habe da jetzt schon zweimal genau drauf geschossen. Ist ein bisschen sehr verwunderlich.
So, pass mal auf, der nächste trifft jetzt auf jeden Fall. Also, hoffe ich zumindest, wenn ich es rechtzeitig sehe. Ja, nee, ne, ist klar. Habe ich mal wieder nicht losgelassen. Okay. Jetzt reicht's mir langsam mit euch. Ist ja nicht zum Aushalten. Aber die können wir schon mal plündern. Okay, das war knapp. Ich weiß gar nicht. Wo ist denn gelandet? Ach, hier. Direkt vor meine Füße gefallen, sozusagen. Sehr schön. Jetzt haben wir erstmal Ruhe hier oben, glaube ich. Einmal kurz hier Ruhe balancieren, ohne runterzufallen, idealerweise. Denn es geht hier ziemlich tief runter. Wobei, hier könnte ich wahrscheinlich schon im Wasser landen. Also unten ist ja tief genug. Da kann man direkt runterspringen, glaube ich. Banzai! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Spring ins Wasser. Achso, es war tatsächlich auch ein Auftrag. Sehr schön. Hab ich gar nicht mitbekommen. Da oben ist mein Säbelzahntiger. Sehr schön. So, wir können jetzt auf jeden Fall mal in Richtung Voga zurückgehen. Mal gucken, was er uns denn für ein Upgrade andreht für seine Federn im Prinzip. Ich weiß nicht, ob man den vielleicht weiter werfen kann oder was. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Weil man braucht hier so viele Sachen. Dachsfell. Okay, das könnte ich an dem bis hinkriegen. Meine eigene Hütte mal aufrüsten. Na, ist mir egal, wo der Rest wohnt. Hauptsache, ich habe eine gute Hütte. Was kann ich denn hier noch eigentlich aufrüsten? Habe ich hier noch was Mammuthaut? Okay, da brauche ich auf jeden Fall noch zwei Mammuts. Aber man könnte das relativ schnell erledigen, glaube ich. Hier vorne brauchen wir, glaube ich, auch noch eine ganze Menge. Ja, das ganze seltene Zeug. Wobei ich aber hier den Doppelbogen. Oh, cool. Sehr schön. Muss ich wahrscheinlich demnächst einfach mal Rohstoffe sammeln gehen, mal farmen gehen ordentlich. Damit ich dann tatsächlich auch die Hütten mal aufrüsten kann. Das wäre ja schon gar nicht so unwichtig. So, komm mal her, Freak. Boah, will der mich verarschen? Ich habe jetzt gerade schon seine scheiß Federn geholt. Wir gucken mal ins Menü. Was haben wir denn hier? Köcher könnte ich hier so aufrüsten. Seltene Federn. Okay, nehmen wir mal mit. Ich meine, 48 Pfeile tragen ist jetzt auch gar nicht so unwichtig. Ne? Kann man die wirklich mal in Höhlen noch längere Zeit ohne Holz auskommen, falls es irgendwas sein sollte. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwie ihn töten. Und zwar hier drüben. Unbekannter Ort, weil wir haben einen Schnellreisepunkt hier drüben. Das ist eigentlich überhaupt schon eine Frechheit, dass man für den hier irgendwie eine Quest erfüllt, nachdem er die ganze Zeit so eine große Fresse zu uns hatte. Er hat uns voll gepinkelt, beleidigt auch die ganze Zeit mit Pissemann und sowas. Ich weiß nicht, irgendwie hat das eigentlich nicht verdient. Aber dummerweise will ich was von ihm. Er sitzt am langen Hebel sozusagen. Naja, irgendwas ist immer. Hallo, gleich zwei davon. So, was haben wir denn hier vorne? Also hier ist eine ganze Menge los, allerdings kämpfen die gerade. Was ist denn das da drüben für einer? Der sah etwas besonders aus. Habe ich denn überhaupt noch einen, der mir noch fehlt? Ich weiß gar nicht. Sieht irgendwie anders aus von der Farbe her. Hallo. Kannst du nicht mal die anderen... Aua. Ich finde es eine Frechheit, dass die... Löwen? Oh, guck mal, er hat einen Speer da im Genick zu stecken. Ich
finde es eine Frechheit, dass die Löwen nicht die Udama angegriffen haben. So, weiter geht's. Komm, geh weg. Ist auf jeden Fall getroffen, allerdings. Ich glaube, das juckt ihn nicht wirklich, dass ich ihn getroffen habe. Zumindest nicht mit dem Bogen. Ich denke mal, da brauche ich halt wirklich einen Speer oder sowas. So, die Markierung ist da unten 350 Meter noch ungefähr. Beziehungsweise Fuß sind ja keine Meter. Und, oh, hier geht's aber tief runter. Ne, da sollte man natürlich etwas aufpassen, dass wir da nicht gleich direkt den Tod segeln. Kennen wir ja schon. So, wir sind auf jeden Fall schon wieder irgendwo. Hallo? Nein, bleib hier. Lieber Zantiger mal wegschicken. Das sah nämlich aus wie so ein Streifenwolf, ein Seltener. Den hätte ich gerne, ganz ehrlich. Wo auch immer er gerade hingerannt ist mit seinem Freundchen. Na super, die sind echt weggerannt. Na, ich glaube, die finde ich nicht wieder. Aber wahrscheinlich finden die mich gleich wieder, wenn ich am wenigsten damit rechne. Da vorne sind Wölfe. Nimm das Fleisch, nimm das Fleisch. So, komm mal her, ihr Freundchen. Okay, das war auf jeden Fall nur ein ganz normaler Wolf. Schade. Weißwolf gibt's eben, den habe ich doch schon. Na egal. So, wir können uns mal ganz kurz hier den Säbelzahntiger wiederholen. Einmal kurz hier in die Richtung nach unten rennen, denn wir sind ja gleich durch mit der Folge. Ja, beziehungsweise ist halt noch schon echt ganz schön weit. Ich würde sagen, ich mache hier an der Stelle erstmal eine Pause. Ich dachte gerade, da rennt irgendein Viech, aber das war ja so ein Blütenstaub oder was auch immer. Ich würde erstmal sagen, ich mache an der Stelle hier eine Pause und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge hier wieder an der gleichen Stelle und bis dann einen schönen Tag. Wir sehen uns.